Oh, ich habe das Blatt gefunden, Freunde. Willkommen zurück zu Paper Mario. Außerdem habe ich nicht nur das Blatt gefunden, sondern auch noch in der Ecke der Stadt Quizmo, aber der ist scheinbar abgehauen. Der scheint manchmal nur aufzutauchen. Ich glaube, das ist immer random, wenn man hier so einen Bildschirm betritt. Weil ich kann euch sagen, vorhin war er da. Ich habe ihn vorhin gesehen. Ich wollte ihn ansprechen, aber ich habe auf die Aufnahme gewartet und jetzt ist er weg. Na gut. Okay, also warum haben wir überhaupt dieses Koopa-Blatt jetzt? Das man ja einfach so in der Koopa-Stadt in manchen Büchen, wenn man Glück hat, finden kann. Ja, damit wollten wir ein leckeres Blatt machen, was wir dann dem alten Koopa geben können. Außerdem wollen wir noch den Briefträger spielen und in Kapitel 3 reinstarten. Also heute geht einiges ab. So, und ich glaube, hier war die Oma, die gekocht hat. Genau. Oh, Mario, willst du, dass ich was koche? Okay, was soll ich denn kochen? Das Koopa-Blatt bitte. Erzählt schon. Okay, ich koche es. Nur für dich. Dankeschön, Omeletti. Tralalalala. Ah, hier, bitteschön. Gar nicht mal so eben geworden. Den Koopa-Tee. Ja, aber das ist aber leider nicht für uns, sondern den geben wir dem Opa direkt mal ab. Ich hoffe wirklich, dass der Opa nicht mehr so viele Quests für uns hat. Ich will nämlich weitermachen. Hier, nimm den Tee. Oh, große gefärbte Grünpost, du bist unvergleichlich, wundervoll, ausgezeichnet. Hm, genau richtig. Dieser Tee ist sowohl eisgekühlt als auch siebenteils ein Gedicht. Wenn es darum geht, einem alten Koopa so viele Gefallen zu tun, dann bist du wahres Vorbild. Diesmal sollst du etwas ganz Besonderes bekommen. Aber verrat sie jemanden, ich habe meinen Ruf zu wahren. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, nimm es. Oh, 3 Sternsplitter? Das hat sich die 1 Cent immer wieder gelohnt. Was für ein Glück, ich habe noch was für dich. Oh, wie freundlich von dir. Ich hege schon seit langem den Wunsch, Luigis Autogramm zu ergattern. Er ist doch dein Bruder, habe ich recht? Der junge Bursche ist einfach spitze. Hast du ihn schon mal springen sehen? Man müsste ihn eigentlich Air Luigi nennen. Wenn du irgendwie an sein Autogramm kommen könntest, würde mich das sehr glücklich machen. Wirst du mir helfen, junger Freund? Okay. Ich gehe meinem Bruder eben fragen, ob der ein Autogramm verzeichnet. Doop, doop, doop. Hey, Luigi! Wo ist er denn? Ist er in seinem Haus? Oder in unserem Haus? Oder Marios Haus? Keine Ahnung. Hey, Luigi! Ich glaube, da chillt jemand im Keller. Wie kommen wir bitte in den Keller rein? Ich habe eine Idee. Wir sprengen das Haus! Und! Es geht nicht. Freunde, ich kann kein Autogramm holen. Luigi, der macht da unten Musik, der tanzt da rum, der hat da seinen Spaß im Keller und hat sich eingeschlossen. Na gut, ich schätze, es ist das Jahr des Luigis oder so für ihn. Da unten im Keller. Naja, was soll's. Dann wird es mal Zeit für ein bisschen Casino-Glücksspiel. Komm, lass mich rein. Ah, hallo Mario. Cool, da hast du eine Silberkarte jetzt. Ja, in diesem Fall lass ich dich natürlich in der Röhre entscheiden. Was, durch die du zur Doing-Attacke gelangst? Doing-Attacke? Genau. Okay, was macht man da? Bin ich jetzt mal gespannt. Oh, hi. Ich werde einfach oben rausgekackt. Oh, oh. Oh, ich werde beobachtet. Ich habe Angst. Doing-Attacke. Regeln. Wenn das Spiel beginnt, erscheinen 11 Blöcke. Triffst du einen Block von unten, erscheint eine Tafel. Es gibt 4 Arten von Tafeln. Um sie erscheinen zu lassen, musst du die Blöcke berühren. Wie viele Münzen du bekommst, hängt von der Reihenfolge ab, in der die Tafeln erscheinen. Das ist eine Münze. Das sind 5 Münzen. Das ist mal 5. Und das ist Game Over. Schaffst du es, die 9 Blockoptionen zu meistern, werden deine Münzen verdoppelt. Ein Spiel kostet 10 Münzen. Okay, wir versuchen es mal, oder? Ah, schönen guten Tag, das ist die Doing-Attacke. Lass mich kurz die Regeln erklären. Das habe ich gerade gelesen. Ja, ja, richtig. Okay. Die Regeln stehen da auch nochmal drauf, als du nicht wusstest. Wenn du erstmal gespielt hast, wirst du es schon verstehen. Na, willst du versuchen? Na komm, na, wie wär's, na? Machen wir erstmal 5 Blockoptionen. Na, okay. Achtung, fertig! Doing! Attacke! Auf Zeit? Okay, mal 5. Game over. Hä? Ah,
Schwarzer Peter, Game Over. Zu schade, vielleicht kannst du beim nächsten Mal. Doch, das kannst du nicht sagen. Okay, wir machen es nochmal. Ich hab's nicht verstanden. Soll ich nie nach ganz rechts gehen? Ist da mal Bowser? Warte, hier war aber mal 5. Ne, jetzt ist ja was anderes. Okay. Kann ich immer wieder aufhören? Ich könnte jetzt also... Ah, das ist gemein mit 5-Block-Optionen. 5-Block-Option wurde gemeistert. Du erhältst 60 Münzen. Wow. Glücksspiel. Das Ding ist, ich könnte jetzt vielleicht aufhören, weil ich habe ja jetzt schon Gewinn gemacht. Aber die meisten, die im Casino sind, die hören direkt kurz vorm großen Big Win auf. Also muss ich weitermachen, Mann. Ja, 9-Block-Option. Let's go. Nein, das ist keine Glücksspielsucht. Das stellt ihr euch nur vor. Das ist nicht so. Guck, 1. Ja, fang immer kleiner an, ja? Da. Glücksspiel ist eh doof. Ich wollte sowieso kein Glücksspiel machen. Wie komme ich jetzt hier raus? Tot? Wie komme ich hier wieder raus? Nein, ich wollte nicht! Verdammt! Ich habe aus Versehen A gedrückt, aber egal. Wenn wir aus Versehen schon mal... Ernsthaft? Wow. Ich wollte eigentlich nur mit ihm reden, um zu fragen, ob ich wieder raus kann. Nicht spielen. Okay, bis dann. Ah, geht doch. Oh Mann. Nie wieder Glücksspiel. Nie wieder. Oder vielleicht? Mir fällt ein, sollte es nicht hier links neue Orden geben? Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Ja, wir haben ein bisschen verloren, aber wir haben insgesamt Gewinn gemacht. Also von da. Vermeider, macht es dir leichter, einem Angriff auszuweichen. Okay. Anti-V-Hieb schwächt die Abwehrkraft des Gegners und bringt Schaden. Auch nicht schlecht. Multisprung, mit dem richtigen Timing triffst du alle nacheinander. Okay, das kennen wir schon. Kann das sein, dass er das immer reroad, wenn man rein und raus geht? Oder wenn man irgendwie ein neues Areal betritt oder so? Weil letztes Mal habe ich gesehen, hat er was anderes im Sortiment gehabt, als ich mal ganz kurz aufs Screen vorbeigeschaut habe. Der scheint irgendwie immer was anderes zu haben. Naja, das interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Übrigens, haben wir 2 Samen. Und ich frage mich, ob das hier vielleicht als Garten gemeint ist. Kann man hier vielleicht... Ja, hier ist auch die Musik anders. Kann man hier die Samen abgeben? So, hallo, Minztee. Eine Blume fehlt noch. Die Knospis haben Samen. So sieht ein Knospi aus. Wenn du Knospi hast. Bla bla bla. Ja, ich habe 2 Stück hier. Ah, da gibt's mir den Samen. Vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich werde ihn sofort pflanzen. Ah, dann haben wir schon mal den ersten. Yay. Und noch einen. Ja, die Pflanzen sind so krass. Pflanze alle 4 der verschiedenen farbigen Knospi-Blumen, wird sich ein Wunder ereignen. Wahrscheinlich kommt da so eine unsichtbare Tür, oder? Ich frage mich, was geschehen wird. Ich kann diesen Tag kaum erwarten. Ja, da haben wir schon mal die Hälfte. Ist doch nice. Sehr nice. Bleib. Direkt spawnt einfach so eine Blume. Dauert einfach gar nicht, bis da was kommt. Okay. Gut. Genug rumgealbert. Jetzt aber wirklich hauen wir ab zum Hafen. Der müsste sich hier links befinden, wenn ich mich recht erinnere. Wir waren wir einmal kurz schon, haben uns ein bisschen umgeschaut. Aber uns wurde gesagt, nö, hier ist noch zu früh. Und jetzt sollte alles richtig sein. Hi. Dies ist der Hafen. Willkommen. Es ist nicht einfach herrlich, hier sitzen zu bleiben und zu entspannen. Ja, das glaube ich dir. Unbekannte Orte, Länder ohne Worte, Leute jeder Sorte. Und ich habe schon wieder gesungen. Warum bringt mich der Anblick des Meeres immer zum Singen? Das kann ich dir nicht sagen, Kollege. Halt still, verfliegst. Komm schon, mach doch endlich. Nein, ich will immer noch nicht. Was? Eine Person, die am Hafen angelt. Das müssen Sie ja sein. Hey, ich bin Pearl Carry. Ich habe hier einen Brief für Sie, glaube ich. Hier, schauen Sie mal. Das sind doch die, oder? Ja, das bin ich. Beim Kabautermann, das ist ja von Coover. Mufti sagte, er hätte auch einen Brief geschrieben. Sie alle sind im Angelfieber. Zeit für einen Ausflug. Du solltest auch mitkommen, Mario. Ah, da fällt mir ein. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Mario. Würdest du ihm das hier bringen? Wem? Naja, dem Cooper, der dir den Brief für mich gegeben hat. Coover ist sein Name. Was war das nochmal? Achso, das war der am Anfang von Coopertown, glaube ich. Ja, und pass ja gut auf dich auf. Oh Mann, nochmal zurück. Bin ich jetzt nicht oft genug hin und her gegangen? Geiler Fisch, überhaupt nicht Paper.
Gefühlt ist da einfach nur aus Mario 64 gerippt worden. Nee, den gab's da nicht, aber gefühlt ist es schon so. Okay, wir haben hier noch ein paar Toadies. Mit denen rede ich noch, bevor ich abhau. Hallo Mario! Ich hörte, du warst vor kurzem in der staubtrockenen Wüste. Vor langer Zeit war ich auch mal dort. Leider habe ich mich verirrt, aber eine gute Seele namens Mausdorf hat mich gerettet. So wie die Leute über ihn geredet haben, dachte ich, er wäre eine harte, sehr ernste Person. Aber als ich mich mit ihm sprachte, musste ich feststellen, dass er ein sehr netter Kerl war. Es war, als würde ich ein Geheimnis umgehen. Und er hat mich eingeweiht. Mausdorf ist eigentlich... nein, das darf ich nicht sagen. Weil es ist ein Geheimnis. Basta. Okay, was hast du denn für einen Laden? Hi, so ein Fanclub oder was? Mal, hallo. Hi, ich bin Chanterelle. Ich bin bekannt als die Pop-Diva von Toadtown. Ich konnte jeden Song perfekt interpretieren. Jede einzelne Note war ein Meisterwerk. Aber diese Zeiten sind vorüber, vielleicht für immer. Der Anblick des Pilzpalastes, wie er hoch in den Himmel flog, war so ein Schock. Ich kann seitdem nicht mehr singen. Und jetzt bin ich eine Pop-Diva, die nicht singen kann. Welch grausame Ironie des Schicksals. Ach, das wird schon wieder. Kopf hoch. Ich bin Simon und ich reime. Ein Meister bin ich, auch wenn ich schleime. Die Pop-Diva kann nicht mehr singen. Wem soll ich meine Texte bringen? Wenn meine Texte richtig rocken, lässt sich die Diva nicht mehr schocken. Doch leider bringe ich nichts zustande. Ich bin schon außer Rand und Bande. Das ist wirklich ein Maulheuer. Wir sehen uns, Herr Installateur. Alles klar. Willkommen im Club 64. Wie gefällt dir dieser Club? Ganz schön elegant, was? Mein Kumpel hier und ich haben ihn letztes Jahr eröffnet. Zwar haben wir während des Erdbebens ein paar Gläser verloren, aber das kriegen wir schnell wieder hin. Bist du es Booming? Das ist dein Kumpel? Ne, seit Bowser den Palast aus der Erde gerissen hat, haben wir hier so gut wie keine Kunden mehr gehabt. Die Leute geben sich viel Mühe, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber im Grunde sind sie schrecklich besorgt. Wer kann sich schon vergnügen, wenn man traurig ist? Kurz, als wäre Peach gestorben oder so. Spannt euch mal. Peach geht's gut. Ich darf's nur nicht sagen, weil sonst kommen die Koopas und quetschen euch alles raus. Aber trotzdem, denkt ihr geht's gut. Alles chillig, Freunde. Braucht keine Angst zu haben. Wirklich nicht. Ich wünschte, ich könnte über die Meere reisen, um andere Länder zu besuchen. Ah, wie wundervoll es doch wäre, auf einer unbewohnten Südseeinsel ein sorgenfreies Leben zu führen. Das hätte schon was, aber ganz alleine? Ja, auch einsam, oder? Da oben ist ein Block, seht ihr das? Bring mich doch oben! Das geht nicht, kriegt mich nicht so weit nach oben. Warte mal. Ja, ja, ja! Oh, oh, und! Es sind 10 Münzen! Yay! Yeah. Ich habe wirklich erwartet, dass das ein Orden wäre. Jetzt bin ich enttäuscht. Das Gefühl sollte ein Boot sein. Na gut, vielleicht muss man ja den Brief abgeben. Hm. Machen wir es mal. Du! Ist Quizmo da? Schade, er ist nicht da. Ich verstehe es nicht. Manchmal ist er da, manchmal nicht. Und ich glaube, man kriegt von dem Sternsplitter oder so. Irgendwas kriegt man auf jeden Fall von dem. Warte, warum wollte ich jetzt eigentlich hier hin? Hier wollte ich gar nicht hin. Das habe ich ja leider nicht geschafft mit dem Autogramm. Zumindest noch nicht. Keine Ahnung, wie ich zu Luigi hinkomme. Jedenfalls. Ach, hier ist er. Ach, schau mal. Quizmo. Was ist da? Quiz! Und ich bin auch wieder euer verliebter Quizmo. So, dann kommen wir gleich zur ersten Frage, Mario. Frage: Wie lautet der Name von Gumbarios kleiner Schwester? Gumbett? Ich hab's schon wieder falsch, ne? Ich denke, die ganze ist Gumbett, es ist Gumbaria. Ich bin so blöd! Mann! Ah, schon wieder! Okay, es ist nicht Gumbett. Ich weiß nicht, warum ich komplett denke. Ich weiß es nicht. Aber das ist es nicht. Ich muss es endlich mal... Jetzt habe ich zweimal gleich... Ach, das dreht mich auf. Ja, Mario, was geht ab? Hey, Kurva, ich bin's schon wieder. Ich habe noch einen Brief für dich. Ja, nimm ihn doch. Danke, cool, der ist von meinem Kumpel. Das muss die Antwort auf meinen letzten Brief sein. Danke für die rasche Zustellung. Jetzt kann ich den Rest der Gang anschreiben. Ich freue mich schon darauf, mit allen meinen Freunden zu fischen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Einen Brief habe ich schon fertig geschrieben. Hier kannst du das für mich erledigen. Er geht auch an, geht an Mr. E, der in der Wüste lebt. Vermutlich hängt er vor dem Toadhaus herum. Er trägt einen blauen Turban.
Du wirst ihn sicher gleich erkennen. Vielen Dank für alles. Im Vorposten. Blauer Turban. Was ist das hier für eine blöde Quest? Was soll damit denn? Blauer Turban also. Hier in der Stadt? Oder ist damit die Maus gemeint? Weil links an so einem Baum ist ja eine Maus. Und ich glaube, der war blau gekleidet. Aber ich gucke mich nochmal hier um. Ah, hier ist einer im Blauen. Ich liebe diese Stadt. Es ist mir egal, wie hart das Leben in der Wüste ist. Hey, sie ist doch Mr. E, ne? Hey, ich habe einen Brief für sie von einem Kollegen von Ihnen. Es ging um Angeln, glaube ich. Gucken Sie mal. Oh, vielen Dank. Oh, sieht aus wie eine Bestellung aus Cooperheim. Mein Job ist es, Lieferungen vom stadtrockenen Vorposten auszumachen. Der Kerl hier ist ein sehr guter Kunde. Er bestellt sehr viele Waren. Hey, würdet ihr mir wohl den Gefallen tun, das nächste Mal, wenn ihr in Toadtown seid, diesen Brief zu stellen? Er geht an Misty. Sie wohnt dort. Sie ist eine von drei erstaunlich hübschen Schwestern. Üblicherweise findest du sie vor dem Dojo, wo sie mit ihren Schwestern plaudert. Vielen Dank. Gerne doch. Kein Problem, mache ich das, ohne Kapitel 3 zu machen. Doch halt! Hier gibt es Orden, neue. Sage ich ja, immer wenn man den Bildschirm wechselt oder diesen Ort verlässt, dann kommt was Neues. Erstangriff. Ein schwächerer Gegner wird durch einen Erstangriff besiegt. Wow. Not bad. Doppelgriff. Lässt Mario zwei Items pro Runde einsetzen. Auch geil. Aber lohnt sich eigentlich nur, wenn wir gute Taktiken haben mit Items. Und Schnarcher. Versetzt einen Gegner für kurze Zeit in Schlaf. Keine schlechten Orden. Aber ich würde tatsächlich noch mal ein bisschen warten, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier ist das Dojo. Und die drei bildhübschen Schwestern sind hier. Ich weiß noch nicht, welcher davon gemeint ist. Wir gucken einfach mal. Aha. Coole Stiefel. Coole Stiefel. Mehr möchte ich mir nicht. Ne, sie war es nicht. War es sie vielleicht? Sternenhimmel, absolut richtig. Oh nein. Ne, dann ist es sie wahrscheinlich, oder? Richtig. Habe ich recht. Bitte. Hey, ja. Hey, sie sind auf Misty. Hier. Ein Brief für Sie von einem Kollegen aus der Wüste. Lesen Sie mal. Ah, von wem ist der denn? Ich kenne den Absender gar nicht. Ach, ich bekomme ja ständig Liebesbriefe von Fremden. Ich bin ja so beliebt. Aber genug von mir. Ich bin froh, dass Sie gerade jetzt gekommen sind, Herr Postbote. Denn würden Sie mir einen Gefallen tun? Bringen Sie diesen Brief zum Ladenbesitzer vom stadtrockenen Vorposten. Ich bestelle viele Waren aus der Wüste. Dort gibt es viele gute Sachen. Es ist nicht leicht, so schön zu bleiben. Das ist eine harte Arbeit. Würden Sie es bitte zustellen? Danke. Boah, geh erstmal zum Vorposten. Dann geh doch mal zurück nach Toadtown. Dann geh doch mal zurück zum Vorposten. Dann geh doch mal zurück zu Toadtown. Und als nächstes dann zum Vorposten. Ich kann das alles nicht weiter. Nein! Ich hab langsam echt die Schnauze voll. Ich will nur Kapitel 3 starten. Hi. Wie für Sie? Kaufen? Nein, ich will nichts kaufen. Stopp. Hey, sind noch Ladenbesitzer, ne? Ich habe einen Brief für Sie. Bitteschön. Danke. Eine Bestellung für einer meiner Stammkunden. Ah, ja, wie schön. Sie ist eine meiner besten Kundinnen. Ständig bestellt sie irgendwelche Waren. Wenn es um Gesundheit und Schönheit geht, gibt es nichts, was Wüsten, Zitronen und Gebetten übertreffen kann. Man findet sie in der Oase. Wenn man daraus einen Saft zubereitet, fast hätte ich es vergessen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte bring diesen Brief einem Buhu namens Frankie. Was ein Buhu? Frankie lebt in einer Villa am Rande des Nimmer-Nimmer-Waldes. Da waren wir noch nicht mal. Es mag vielleicht was schwierig sein, ihn zu finden. Aber danke. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ich dachte, man muss das machen, um weiterzukommen? Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Was? Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass es hier am Hafen weitergehen würde, weil höchstwahrscheinlich würde der Hafen einen hier runterbringen. Und ich habe gedacht, das hier wäre vielleicht der Nimmer-Nimmer-Wald, weil es ist ja ein Wald. Aber es ist auch eine Insel. Vielleicht ist da mit was anderes gemeint. Habe mich nochmal ein bisschen umgeschaut und ich sehe, das hier könnte eher ein Nimmer-Nimmer-Wald sein. Vor allem, weil unsere nächste Quest einen Buhu führt und einen Buhu sieht man normalerweise in einer verlassenen Villa. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine große Villa. Also, vielleicht müssen wir doch nach rechts? Habe ich mich vielleicht vertan? Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, weil warum nicht? Was soll ich bitte sonst tun? Stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Oh. Und das wird sich auch jetzt. Das zeigt sich jetzt auch. Ah! Was ist denn los, Kleiner? Brrr,
Gerade eben ist mein Geist erschienen. Du hast ihn doch auch gesehen, oder? Ja, gesehen. Ich bin nicht der Einzige. Wie der aussieht. Da drüben. Hä? Nein, nein, andere Seite. Hä? Der Butler. Er ist im Wald verschwunden. Hä? Mario, dieser Wahnsinn muss enden. Willst du bitte im Wald nach dem Rechten sehen? Eigentlich wäre es ja mein Job, aber ich kann einfach nicht gehen. Ich habe Angst. Ich habe meine Hosen vollgeschissen. Ich kann nicht mehr, bitte. Ja, okay. Ich schau mal nach. Geister. Habe ich recht? Geister. Glaubt ihr an Geister, Freunde? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hm? Oh, Mama mia. Was ist er? Verzeihung, Sir. Sie sind nicht zufällig Mario. Wie geht's Ihnen, Sir? Meine Herren wünscht, Sie zu sehen. Würden Sie die Freundlichkeit besitzen, uns in der Villa am anderen Ende des Nimmer-Nimmer-Waldes zu treffen? Meine Herren bat mich auch, hinzuzufügen, dass sie über wichtige Informationen bezüglich der Sterne verfügt. Oh, das klingt gut. Bitte beeilen Sie sich. Seien Sie sich eines herzlichen Empfangs gewiss. Oh, sollten Sie nicht erscheinen, dann holen wir euch! Buh! Ja, ich komme ja schon, meine Güte. Muss mich eigentlich nicht drohen. Damit fängt Kapitel 3 an, der Unbezwingbare. Was soll das darstellen? Ist das wie Bowser mit großen Lippen und einem großen Bauch? Ich weiß auch nicht, ich habe ein bisschen Angst. Au, au! Hä? Oh. Komm nicht mehr raus, okay. Nimmer-Nimmer-Wald, links und rechts. Tau-Tau, nur Schisser rennen wieder zurück. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Cooper, du entscheidest dich. Wo gehen wir lang? Ups. Nach links, okay, dann gehen wir nach links. Aber vielleicht ja, Gumbari raus tun, wenn jetzt neue Gegner kommen in einem Gebiet. Wir raus! Hör raus! Hä? Bin ich denn jetzt? Bin ich wieder am Anfang? Ich bin wieder am Anfang. Lost Woods! Bam! Schön erwischt! Warum die gelbe Zähne? Alter. Das ist eine Piranha-Pflanze. Diese Pflanzen schießen unerwartet aus dem Boden. Sei so vorsichtig. 5 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Du kennst sie aus deinen bisherigen Abenteuern. Ich denke, du hast schon deine Erfahrung mit denen gemacht. Ihr Maul zeigt nach oben. Wenn du auf sie springst, wirst du gebissen. Nachdem sie jemanden gebissen haben, grinsen sie immer. Dieses fiese Grinsen, es treibt mich in den Wahnsinn. Ach komm, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, Kumpel. Ich zeig dir. Nice, wir kriegen einen Bonus. Wahrscheinlich stärker, oder? Bringt mir aber gerade nichts. Ja, stärker. Bringt mir, wie gesagt, nichts. Aber wie viel Schaden will ich jetzt machen? Oh, 7! Krass. Oh, nice. Abgeblockt. Sehr gut. Und nochmal. Bam! Oh, 4 Schaden gegen die. Ja, Kollege. Ne? Kollege, dich, du machst mal nichts. Kannst gerade nichts machen hier in dem Kampf. Tut mir leid. Irgendwer muss es dir sagen. Blöp, blöp, reicht schon. So, tschüss. Warum hat so viel Schaden? Warum haben wir so viel Schaden? Ach so, unsere Angriffskraft wurde dauerhaft im Kampf erhöht. Das ist eigentlich richtig geil, aber in dem Kampf haben wir es überhaupt nicht nötig gehabt. Na gut. Bin dennoch sehr gespannt. Hä? Hey! Darf ich auszulachen? Auf damit! Geht doch. Hä? Ach komm, ignoriere die einfach. Warte mal, was? Wie wir am Anfang? Moment mal. Alle sind still. Außer die hier. Vielleicht wollen die mir sagen, hier soll es weitergehen. Ah, danke, Kollegen. Nett, nett. Danke. Was bist du denn? Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Bananenkopf, was willst du denn jetzt? Dies ist ein Nimmer-Nimmer-Wald. Von hier an wird der Weg äußerst gefährlich.
Wusstest du das nicht? Du kehrst besser wieder um. Nö, kein Bock. Mach weiter. Ich mach weiter. Aha, das ist deine Geschichte. Du bist in Buhus Villa eingeladen. Dann darfst du passieren. Luigi ist auch schon da. Ach nee, das war ja wann anders. Digga, hör gut zu. Wenn du durch diesen Wald gelangen willst, musst du sehr genau auf deine Umgebung achten. Willst du den falschen Pfad, landest du im Handumdreh wieder am Waldrand. Die Umgebung nahe des richtigen Weges wird dich immer ein wenig vom Rest des Gebiets unterscheiden. Halte Ausschau nach Hinweisen. Hier zum Beispiel solltest du dir die inneren Bäume genau ansehen. In einem von ihnen wirst du eine glühende, ein glühendes Augenpaar finden. In deiner Nähe findet sich der richtige Ausgang. In den anderen Teilen des Waldes gibt es auch andere Hinweise. Beobachte den Wald um dich herum mit größter Sorgfalt. Das ist so kryptisch. Die Buhus, die drohen mich. Wenn ich jetzt nicht sofort zur Villa komme, dann bringen die mich um oder die bringen mich selber dahin. Und dann machen die so einen kryptischen Wald, wo du ganz viele Rätsel lernen musst. Hä? Wieso? Machen die es nicht einfach? Einfach geradeaus Weg? Und dann bin ich direkt da. Also, die verstehe ich auch nicht wirklich. Das ist ein Waldfusi. Waldfusi sind immer grün. 6 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Wenn sie dich schnappen, entziehen sie dir KP und laden so ihre eigene Kraft wieder auf. Sind richtige Vampire. Oh, und manchmal teilen sie sich auch auf. Wenn sie das tun, sind sie noch stärker. Versuche sie zu besiegen, bevor sie sich teilen können. Oh, damn. Na gut. Dann machen wir mal direkt den Erdbeben! Boah, nein, zu früh. Schade. Ganz kleines bisschen zu früh. Der hat mich geküsst. Nein, aber was? Was war das Timing? Jetzt. Okay. Toll. Warum habe ich keine Feuerblumen? Bisschen dumm von mir, ne? Ah, aber das ist eigentlich ganz gut. Die Schneepuppe. Setzen wir die mal ein. Ding, 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 ding. Wie die aussieht. Erinnere mich ein bisschen an den späteren Paper Mario mit den Dingsen. Geil. Jetzt machen wir noch den Kopfnuss. Boing. So, der erste kann es schon mal nicht an mir zacken. Nice. Und. Nice. Sehr gut. Timing habe ich immer mehr raus. So, der hintere ist schon mal weg. Bam. Oh, den machst du auch mal gescheit eben weg. Boing, boing. Geben so wenig XP wie eh und je. Aber wir sind mittlerweile richtig gut dran. Tatsächlich. Plus, wir sind bald an einem Level Up. Brauche mich gar nicht beschweren. Außer, dass meine Items natürlich ausgehen langsam. Oh, der leuchtet. Da haben die Augen geleuchtet. Hier müssen wir lang. Glaube ich. Denke ich. Bitte? Ist richtig? Ja, scheint so. Hä, was? Sind wir schon da? Hey, Kollege, sind wir schon da? Hör genau zu. Willst du diesen Wald durchqueren, musst du immer den richtigen Pfad wählen. Willst du den falschen Pfad, landest du im Handumdrehen wieder zurück. Benutze deinen Verstand. Du merkst, dass der richtige Weg nicht immer vor dir liegt. Manchmal musst du auch nach hinten blicken. Nach hinten blicken? In den Hintergrund? War das ein Tipp? Okay, passiert hier irgendwas? Ändert sich hier irgendwas? Ich hab Vögel. Hm? Was? Ich kann die antatschen. Die drehen sich dann. Die drehen sich dann auch. Okay. Die drehen sich nicht so richtig. Ich glaube, die sagen mir, dass ich hier lang muss. Und die sind anders als die anderen gewesen. Ja, jetzt sind die Blumen nämlich weg. Ja. Oh, hier ist wieder Herr Kollege. Oder auch nicht. Ein Sprossi. Geil. Brauch direkt den Samen. Hey, hallo. Ich bin ein Knospi aus dem Land, das man Blütenwälder nennt. Ein Blumensamen? Ob ich ihn dir wohl sehen soll? Oder besser nicht? Oh, und ich denke, ich gebe ihn dir. Hier, bitte. Nice, den dritten von vier. Bitte pflanze ihn an einem schönen Ort. Weh, du machst ihn nicht schön. Ach doch.
Der wird wo hübsch. So hübsch wie der Like-Button. Ja, ja. So hübsch wird der. Gibt's noch was zum Untouch? Der Baum lacht. Also wenn das nicht genug ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt pass auf, bin wieder ganz am Anfang. Nee, das wäre das Schild hier. Ich will nicht kämpfen. Sieht so ein bisschen aus, als hätte der Baum so ein Gesicht. So hätte, würde man so ein halbes Gesicht bei ihm sehen. Links. Na egal. Ich sehe aber auch generell Dinge hier. Aber wo ist hier der Unterschied? Hier schon wieder die Piranha-Pflanze. Na gut, Freunde. Ah, stimmt, weil ich reingedreht bin in diesem Kampf, ist er jetzt verwirrt. Sehr nice. Okay. Freunde, ich würde aber trotzdem sagen, wir werden in der nächsten Folge mit dem Nimmer-Nimmer-Wiedersehen-Wald weitermachen. In die Villa einkehren und dann mal schauen, was sie von uns wollen. Sind wir ehrlich. Falls ihr das sehen wollt, schreibt beim nächsten Mal auch wieder ein. Und ja, jetzt kriege ich noch eben die Kleiners.